Wir haben gestern die Quest mit dem vergifteten Wasser gemacht. Wir müssen jetzt hier rein. Und zwar hier drinnen. Dieses Buch hatten wir gelesen. Da gibt es eine Questwelle, heißt die. Wir haben dann auch nicht weiter geguckt. Da bei dieser Questwelle muss man hier diesen Stein nehmen und dann hier drauf platzieren. Dann öffnet sich hier ein weiterer Raum. Also ist eigentlich schnell gemacht. So, dann müssen wir hier rein. Hier sind auch wieder ein paar Monster drin. Und wir sind Level up geworden. Dann gibt es hier auch wieder einen Blutstein. Den müssen wir jetzt auch wieder da unten aufs Podest legen. Oh, da ist noch Gold. Müssen wir jetzt auch wieder aufs Podest legen. Das ist halt jetzt viel hin und her laufen. So, und dann wird auf der rechten Seite das geöffnet. Also sieht man jetzt auch hier. Hier ist dann auch noch. Hier kriegen wir jetzt auch wieder einen Blutstein. Und dann wird, ich weiß nicht, ob man von hier aus reinkommt oder von hier aus. Wird dann da auch noch geöffnet. So, da ist der letzte Blutstein. Und den auch hier drauf. Dann wird von hier aus geöffnet. Okay. Alter Schwede. So. Noch mehr. So, und hier liegt Arcanes Vella. Ist eine richtig geile Rüstung. May the spirit of Arcane protect me. Müssen wir dann noch identifizieren lassen. Aber wir gehen jetzt erstmal nach unten. Habe ich hier zugemacht? So, wir müssen... Ja, ist gut. Und jetzt müssen wir... Habe ich da auch zugemacht? Da vorne hoch. Die Treppe ist nach oben. Da hinten ist die nach unten. So, hier waren wir auch fertig. Ah, Blödsinn. Da lang müssen wir. Ja, wir haben jetzt gut 20 Minuten gebraucht, um die beiden Quests gestern und heute noch zu machen. Wir gehen jetzt erstmal runter in Level 7. Schön aufpassen. Was ich jetzt auch bei Diablo 1 vermehrt gelernt habe, oft speichern. Weil da sind manchmal Mobs, die kommen um die Ecke gelaufen. Du hast keine Chance mehr. So, hier ist sonst nichts drin, oder was? Ist
hier sonst nichts drin. Nö. Erfahrungspunkte. Ja, toll. Und da geht es auch schon direkt weiter nach unten. Da ist eine Kiste. Okay, wir gehen erstmal hier entlang. Da drin ist ein Schrein. Also ich habe noch mal auch geguckt, ob ich meinen alten Diablo-Guide wegen den Steinen finde. Nö. Ich habe keine Ahnung. Ich bin in der Zwischenzeit, seit ich den das letzte Mal benutzt habe, auch aus meinem Elternhaus ausgezogen, bin in der Zwischenzeit auch schon dreimal umgezogen und ja, keine Ahnung, wo das Ding abgeblieben ist. Schade, war ein schönes Buch. Ich hätte gerne mal einen gescheiten Bogen hier. Und was ich bei Diablo 1 besser finde als bei Diablo 2... Ich weiß nicht, ob ihr das Let's Play bei Diablo 2 auch schon geguckt habt. Bei Diablo 2 hat man nämlich... Ich will hier erstmal kurz verteilen. Da. Bei Diablo 2 hat man nämlich, dass wenn man einen Trank nimmt, dass der sich langsam erst aufbaut. Die Regeneration. Hidden Shrine. Haben wir irgendwas zum Identifizieren? Ah, das ist, glaube ich, dass die Karte komplett aufgedeckt wird. New Strength is Forged Through Destruction. Hatten wir hier vorher auch 5? Ich weiß es nicht mehr. Ah. Nee, das war es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Und davon eine Menge. Ja, die ganzen Schreine. Früher wusste ich teilweise bei allen Schreinen, was sie machen. Ja, ist ja gut. Eine Ringmail. Wir werden es auch so machen, ich werde die Tage, keine Ahnung wann genau, werde ich Diablo den Speicherstand so gesehen löschen, werde ein neues Spiel anfangen, weil wir brauchen später unbedingt eine höhere Stufe. Also ich musste jetzt bei Diablo... Wo ich für mich gespielt habe, musste ich dreimal anfangen, dass ich am Schluss Diablo besiegen konnte. Deswegen, ich will euch nicht zumuten, dass ihr immer wieder hier mitgucken müsst, wie wir ab Level 1 anfangen. Deswegen, das mache ich dann offscreen. Ich sag mal, ihr werdet ja auch nichts dadurch verpassen. Weil ich mir schon merke, wo genau wir gestartet sind, beziehungsweise wo wir aufgehört haben und werde dann auch nur bis... Oh, eine Lederrüstung. Und dann werde ich auch offscreen nur bis dahin spielen und sagen wir mal, wir hören jetzt bei Level 10 auf
und dann fange ich nochmal neu an und höre dann auch wieder bei Level 10 auf. Und das Problem ist halt auch für die ganzen Mobs von Level 1 bis Level 4 werden wir fast gar keine Erfahrungspunkte mehr kriegen. Ich glaube, da musst du 100 Mal durchlaufen, dass du einen Level schaffst. Heißt, es bringt dann eh nur was hier Level... War hier was? Da ist irgendwas. Book of Lightning. Bringt eh nur was hier Level... Keine Ahnung. 5 bis 8 nochmal zu machen. Ja, ich will erstmal hier außenrum klar Schiff machen. So, da können wir lang. Ich will erstmal den Raum machen. Können wir das Buch lesen? Ja, sehr schön. Also ich mag die Viecher mit am liebsten, weil sie greifen halt wirklich nur an, wenn du in die Nähe kommst oder sie aus Versehen anschießt. Und ansonsten lassen sie dich einfach in Ruhe. So, haben wir hier noch irgendwo was rumliegen? Ist hier noch einer von den Deppen? Da ist noch einer. Gut, ein neues Buch. Book of... Bitte was? Kann ich das direkt lesen? Nein, kann ich nicht. So ein Mist. Dann müssen wir das anders machen. Einmal nach oben bitte. Wir müssen jetzt erstmal kurz identifizieren. Und wir haben nur Sachen mitgenommen zum Identifizieren. Hello, my friend. So, Identify Item. Einmal den da. Okay, einmal gucken. Haben wir noch einen Town Portal? Ja, eins haben wir noch. So, der bringt uns nichts. Armor Class 25. Plus 10 zu Ausdauer, minus 3 Damage von Gegnern, fastest Hit Recovery. Hier haben wir plus 21 Hit Points. Ich glaube, wenn wir das nehmen, haben wir mehr. Nee, haben wir ein bisschen weniger Leben, aber dafür haben wir hier halt mehr drauf. Gut, was ist hier? Plus 5 zu Ausdauer, plus 5 zu Stärke, plus 5 zu Beweglichkeit. Ich glaube, Dexterity ist Beweglichkeit. Und minus 5 auf Magie. Plus 34% Damage. +12 to +18. Wir probieren den mal aus. Deswegen, ich werf den mal kurz hin. Den Rest verkaufen wir alles. So. Reparieren. Wir haben immer noch keine gescheiten Kopf. Okay. Das
das hier hin. Nein, das hier hin. Ja, ich tausche immer erst die guten gegen die Scheißsachen aus. Dass wir das Zeug, was wir halt schneller verbrauchen, auch erstmal verbrauchen. So, das bleibt da. Wir haben wieder Gold. Juhu. Ach du Scheiße, wir sind ja schon wieder bei über 15 Minuten, Leute. Warum sagt denn keiner was? Mann, Mann, Mann. Gut, dann laufen wir jetzt noch hier hoch und dann machen wir Schluss für heute. So, dann bis morgen.